Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde War on the East 2. Wir spielen eine Multiplayer-Partie gegen Herzog Sieg. Falls ihr die Partie aus seiner Perspektive verfolgen wollt, schaut doch gerne bei ihm vorbei. Ihr findet den entsprechenden Link auf meiner Kanalseite. Ja, wie gewohnt fangen wir einmal an und hangeln uns so ein bisschen durch die Statistiken durch. Beginnen aber auch zunächst einmal mit dem Wetter. Und ja, erfreulicherweise regnet es nochmal in dieser Runde. Das ist also erstmal ein schönes Ergebnis, da dadurch ja sein Vormarsch weiter behindert wird. Und auch die Prognose in der nächsten Runde sieht ganz ordentlich aus. Wir haben also weiterhin Regen im Bereich Leningrad. Das ist schon mal ganz positiv. Allerdings haben wir im Bereich Tikvin gutes Wetter. Und das könnte uns dann nochmal in der nächsten Runde vor etwas größere Herausforderungen stellen. Wenn wir uns einmal die Statistiken ansehen, ja, so klafft allmählich die Schere immer weiter auseinander. Er kann also permanent mehr Siegpunkte einfahren, als wir das im Moment können. Wenn ich mir den Forecast so ansehe, dann endet das alles als Axis Minor Victory und Herzog Sieg würde an dieser Stelle erstmal als Sieger vom Platze gehen. Im Moment fehlt mir auch die Fantasie, wie wir das Ganze nochmal kippen können. Natürlich arbeite ich gedanklich auch dran und gebe das jetzt noch nicht verloren. Vielleicht ist ja doch noch ein Unentschieden drin. Sollte die Partie aber doch wirklich mit einem Achsensieg enden, so wäre der dann ja auch relativ verdient. Herzog Sieg hat doch bisher eine sehr schöne Partie gespielt und ja, dann wäre das völlig in Ordnung. Und nun gut, aber momentan werfen wir die Flinte noch nicht ins Korn. Wenn wir uns einmal den Order of Battle ansehen, so haben wir endlich eine Situation erreicht, in der sich die Mannstärke auf dem Spielfeld annähert. Deine eigene Mannstärke, also Herzogs Mannstärke, ist auf ja mittlerweile knapp über 1 Million heruntergegangen, während unsere nochmal leicht in Richtung 1 Million zulegen konnte. Also insofern geht hier die Schere allmählich, schließt sie sich. Das Ganze wird verursacht durch den Abzug von weiteren Truppen. Also es wurden, glaube ich, 2 Panzerdivisionen nochmal bei Herzog Sieg abgezogen. Und das führt natürlich dann auch zu einer Reduktion seiner Mannstärke. Naja, und wir haben doch die ganze Partie über deutlich schwächer dagestanden als er. Und insofern freue ich mich, dass sich so allmählich diese Schere ein wenig schließt. Auch im Bereich der Geschütze bekommen wir allmählich die Nase nach vorn, wobei wir das auch nicht so wirklich in Erfolge auf dem Schlachtfeld ummünzen können. Aber zumindest mal ist das eine ganz schöne Entwicklung. Naja, und im Bereich der Panzer sieht man ganz deutlich, dass er hier rundweg, naja, was mögen es sein, nicht ganz 300 Panzer verloren hat. Das hängt eben mit dem Abzug der Panzerdivision zusammen, während wir Schritt für Schritt hier doch an Stärke gewinnen. Allerdings schlägt sich das nicht in Form von Panzerdivisionen nieder, sondern es sind im Wesentlichen ja Verstärkungseinheiten, Unterstützungseinheiten, die wir hier aufs Spielfeld bekommen. Aber wenn wir sie jetzt mal geschickt zusortieren, hoffe ich mal, dass wir damit dann vielleicht doch noch ein bisschen Druck aufbauen und ausüben können. Ja, und auch im Bereich der Luftwaffe hat er nochmal einen deutlichen Rückgang zu verzeichnen. Das liegt aber im Wesentlichen auch daran, dass ihm dort einige Geschwader abgezogen wurden, während wir uns allmählich und endlich mal auf einem gewissen Niveau stabilisieren können. Die Verluste in der letzten Runde halten sich für beide Parteien durchaus im Rahmen, in der Grenze, da Herzog Sieg im Wesentlichen auf Angriffe verzichtet hat. Wir werden uns das gleich auch nochmal in Ruhe ansehen können. Auch die Verluste der Geschütze sind relativ überschaubar, ebenso die Panzerverluste sind rückläufig und auch die Verluste im Bereich der Luftwaffe. Ja, in Summe bin ich eigentlich erstmalig in der Partie so etwas wie so ein bisschen zufrieden, da unser Gegner im Wesentlichen auf Angriffe verzichtet hat und ja, im Prinzip erlahmt zumindest mal in der Runde 14 seine Angriffskraft. Also es war im Prinzip im Süden relativ ruhig. Man möchte fast schon sagen, im Westen nichts Neues, um doch mal einen bekannten Buchtitel zu zitieren. Es gab lediglich hier einen Angriff auf eine Kavalleriedivision, war es glaube ich. Ja, das war die 25. Kavalleriedivision. Die stand ja auch relativ schwach in diesem Feld und die konnte unser Gegner dann auch werfen. Das war eigentlich eine relativ erwartete Aktion. Wenn wir dann weiter in Richtung Norden schauen,
So fällt auf, dass es hier auch endlich einmal ruhig war. Es gab lediglich zwei Angriffe. Eine Position konnten wir hier im Norden ganz gut halten. Wir hatten hier ja zwei Marineinfanteriebrigaden und auch eine Milizdivision stehen. Naja, und der Gegner griff doch relativ stark an. Die 8. Panzerdivision ist ja nun durchaus eine schlagkräftige Einheit und auch die Totenkopf-SS-Division ist normalerweise relativ schlagkräftig und wir konnten diesen Angriff dann doch endlich einmal abwehren und er hat auch noch ein paar Verluste im Bereich der Luftwaffe hinnehmen müssen. Ja, und im Süden gab es einen weiteren Angriff. Hier standen wir mit einer Infanteriedivision. Die hat er dann doch auch wieder ganz knapp geworfen mit 2,5 zu 1. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Er hat also seine Position hier nochmal ein bisschen verbessert. Insbesondere, dass er doch einen sauberen Flussübergang hier jetzt geschaffen hat, von dem er aus weiter vorstoßen kann. Es ist mittlerweile hier doch ein relativ solider Brückenkopf geworden. Und im Bereich des Nordens stand hier ja noch eine Division, eine gekesselte Infanteriedivision. Die hat er natürlich jetzt auch aus dem Spiel genommen. Aber ansonsten war es hier auch relativ ruhig. Was mich eigentlich wundert, ist, dass er hier keinen Angriff auf unseren Kessel vorgenommen hat. Wie gesagt, wir haben mittlerweile die Runde 14. Es sind noch zwei Runden zu spielen, 15 und 16. Und da wird es ihm also wirklich dauerhaft schwerfallen, jetzt doch noch Leningrad zu erobern. Da sehe ich kaum noch eine Möglichkeit für ihn. Aber er holt sich momentan die Siegpunkte eben über andere Siegziele, die er mittlerweile eingenommen hat. Das ist hier im Wesentlichen Kubona. Wir haben dann auch diese Hafenstadt verloren. Tikvin wäre nochmal ein sehr lukratives Ziel für ihn. Da müssen wir mal schauen, wie wir das denn hier weiter halten können. Sonst, ja, sonst könnte das Spiel sogar noch ein vollständiger Achsensieg werden, wenn er die Stadt einnimmt. Das möchte ich natürlich gerne verhindern. Ja, inwieweit können wir zu Gegenangriffen antreten? Das ist natürlich so eine Sache für sich. Er steht hier natürlich relativ stark. Ein Verteidigungswert von über 100, da brauchen wir es nicht mal ansatzweise zu versuchen. Auch hier sind gute Verteidigungswerte. Da kommen wir nicht durch. Auch ein Ausbruch aus dem Kessel heraus erscheint schwierig zu sein. Insbesondere, da wir ja über diesen großen Fluss hinweg angreifen müssen, was ja mit erheblichen ja, Mali verbunden ist. Das ist nicht so schön. Vielleicht können wir noch mal ein bisschen hier auf der Flanke aktiv werden. Ja, und wenn wir mal Richtung Süden schauen, so sieht es hier auch mit Gegenangriffen mittlerweile etwas schwierig aus. Wenn wir mal das Positive verzeichnen, also unsere Vorstöße in die Lücken haben ihn jetzt doch dazu gezwungen, erhebliche Kräfte in den Süden abzuziehen. Allerdings, ja, reicht es aus, sich auf Regimentsebene hier zu positionieren, um einen wirklichen Vormarsch von uns zu erschweren. Also man muss mal schauen, wir kriegen hier einen kombinierten Angriff 2, 2, 4, 8 hin auf einen Verteidigungswert von 6. Das wird nichts. Auch hier unten werden wir kaum entsprechende Werte zusammenbekommen. Veliki Luki wird als leer angezeigt, das wird aber nicht der Fall sein. Es gibt nach wie vor hier eine Schwachstelle, das wäre das Regiment mit dem 1er Verteidigungswert. Vielleicht kommen wir da doch noch mal ganz gut heran und können was bewegen. Das müssen wir mal schauen. Ja, also alles in allem bin ich erstmalig sowas wie zufrieden, weil wir nämlich den Vormarsch mal gestoppt haben, beziehungsweise wir haben ihn so weit aufgehalten, dass er mal eine Verschnaufpause einlegen muss. Also wir werden mit Sicherheit in den Runden 15 und 16 nochmal ein riesen Staccato von Angriffen auf unsere Linien sehen. Das wird auf jeden Fall erfolgen. Er wird einen Stoß in Richtung Tikvin versuchen. Auch das wird mit Sicherheit erfolgen, zumal er ja auch gutes Wetter hat hier in der nächsten Runde. Und wenn ich so sehe, was er hier jetzt für den Angriff schon bereitgestellt hat, wir haben es hier immerhin mit der 20. motorisierten Division, der Totenkopf zu tun, 8. Panzerdivision. Hier oben steht noch die 18. motorisierte, doch eine kampfkräftige Infanteriedivision. Also er wird auf jeden Fall nochmal den Durchbruch in diese Richtung probieren. Nun gut, ich werde mir als nächstes einmal zu unseren Luftaktionen so Gedanken machen. Vielleicht fliegen wir ja noch mal ein bisschen Aufklärung. Wir werden vielleicht auch Bodenunterstützungsmissionen einrichten. So in die Richtung gehen momentan meine Gedanken. Nun gut, wir sehen uns gleich wieder.
So, da sind wir wieder und ja, ich kann es nur noch mal betonen, ich bin richtig zufrieden über diese Wiederholung. Es tut einfach auch mal gut zu sehen, dass Herzog Sieg ebenfalls mal eine Verschnaufpause einlegen muss, nachdem er uns ja die ganze Partie über hinweg doch massiv bedrängt hat. Und ja, mir ist natürlich auch völlig bewusst, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm ist und dass er mit Sicherheit nochmal einen Endspurt hinlegen wird. Aber einfach mal so eine ruhige Runde und ruhige Wiederholung zu sehen, ist doch mal sehr angenehm. Nun gut, was haben wir im Bereich der Luftwaffe getan? Wir haben einige neue Staffeln aufs Spielfeld geholt und verfügen mittlerweile über fast 300 Jäger, nicht ganz 300 Bomber und 68 Unterstützungsflugzeuge. Ja, und die Unterstützungsflugzeuge setzen sich im Wesentlichen zu 2 Dritteln aus Transportern und zu 1 Drittel aus Aufklärungsflugzeugen zusammen. Mittlerweile können wir auch relativ moderne Staffeln aufs Spielfeld führen. So haben wir hier immerhin mal 30 MiG-3, die zumindest mal von der Qualität her den deutschen Jagdflugzeugen, naja, annähernd ebenbürtig sein dürften. Und wir haben auch gerade hier oben im dritten PVO-IAT auch nochmal 57 Jagdmaschinen, die auch alle neuere Bauart sind, sodass wir da doch auch ein bisschen dem Gegner entgegensetzen können. Nichtsdestotrotz gibt es nach wie vor unsere alten Doppeldecker, die wir hier auf dem Spielfeld haben. Und das ist die Masse, aber immerhin können wir doch eine erhebliche Anzahl von Jagdflugzeugen aufs Spielfeld führen. Wenn wir uns einmal die Reserve ansehen, so haben wir ja noch einige MiG-3-Staffeln, die sich hier im Aufbau befinden. Da müssen wir mal schauen, wie schnell das vorangeht. Vielleicht bringen wir sie ja dann doch nochmal in der nächsten Runde irgendwie aufs Spielfeld. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, wie gut das funktioniert. Ebenso haben wir nochmal 4 Bomberstaffeln, die wir auch in der nächsten Runde aufs Spielfeld bringen können, sodass wir vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Power für die letzte Runde hinbekommen und vielleicht auch nochmal einen Gegenangriff starten können. Es fällt auf, dass wir noch relativ viele Fighter-Bomber in der Reserve haben. Aber wenn man sich einmal die Typen ansieht, dann sind das hier im Wesentlichen I-16 in den unterschiedlichsten Typen. Und ja, da ist eben auch das Problem, die I-16 sind zwar auch als Jagdflugzeuge einsetzbar, haben aber nur eine sehr geringe Reichweite und das ja, erschwert eben den Einsatz dieser Einheiten. Wir können uns das auch gerne einmal beispielsweise ansehen. Wir haben hier in der 54. PVO-IJAT haben wir einmal 19 I-16 Typ 29 und das ist schon eine Version, die eine relativ große Reichweite hat. Und wenn wir uns einmal die Range Circles ansehen, naja, stellt man eben fest, dass unsere 19 I-16 mal gerade hier vorne die Frontlinie erreichen können. Und das ist eben das große Problem dieses Typs. Die I-16 hat nur eine geringe Reichweite. Insofern können wir sie nicht sinnvoll aufs Spielfeld holen und so verbleiben sie erstmal in der Reserve. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte dahin klicken, die Range Circles ausblenden. So. Gut, welche Missionen haben wir initiiert? Wir haben 3 Missionen eingerichtet. Zum einen fliegen wir Unterstützungsflüge hier oben im Norden. Ebenso haben wir auch für das Zentrum einmal Unterstützungsflüge eingerichtet und auch für den südlichen Bereich haben wir Unterstützungsflüge aufgebaut. Also das Ziel ist ganz klar, hier die Bodenunterstützung einzusetzen, sowohl im Angriff als auch in der Abwehr der feindlichen Angriffe. Darüber hinaus fliegen wir einen Aufklärungsflug und ich habe jetzt längere Zeit überlegt, wo er denn wohl hingehen sollte. Ein Gedanke war hier, den Bereich südlich des Ilmensees aufzuklären, aber da stellt sich der Nutzen wirklich in Frage. Wir sehen ja die Einheiten vor unserer Frontlinie. Wir wissen, dass wir hier kaum durchkommen können. Und was nutzt es uns dann in Erfahrung zu bringen, was sich hier möglicherweise noch im Hinterland befindet? Also das macht eigentlich wenig Sinn. Wo wir bisher dahingehend relativ wenig aktiv waren, ist eben der Bereich nördlich des Ilmensees. Ja, und da stellt sich die Frage, wie locker oder wie, ja, wie geballt steht er dann doch auch in diesem Raum? Vielleicht nehmen wir nämlich nochmal einen Wechsel unseres Schwerpunktes vor und bringen Einheiten aus dem Süden in Richtung Norden. Das ist zumindest mal so eine ganz verrückte Idee, die mir durch den Kopf schoss. Ich weiß gar nicht, inwieweit das von der Bewegungsreichweite, von den Bewegungspunkten hinterher ausgeht. Aber naja, wenn wir diese Option mal in Betracht ziehen, dann sollten wir natürlich auch entsprechend aufklären. Gut, das sind dann
alle Dinge, die wir an dieser Stelle soweit getan haben, und wir können dann auch die Luftkampfphase auslösen. Ja, unsere Aufklärer fliegen. Wir verlieren ein paar Maschinen. Hoffe mal, dass sich die Verluste in Grenzen halten. 8 Maschinen, 10 Maschinen, naja. Das hat dann doch unsere Aufklärungskapazitäten deutlich eingeschränkt. Und wir haben in der Tat nichts Großartiges hier im rückwärtigen Raum aufgeklärt. Die Mission war natürlich darauf ausgerichtet, Bodeneinheiten aufzudecken, ganz klar. Und wir sehen eigentlich nichts. Also vielleicht ist doch nochmal ein Umschwenken hier in Richtung Norden doch mal nochmal eine nette Idee. Das muss ich jetzt wirklich mal ausprobieren, inwieweit wir mit unseren Bodenzügen hier kommen. Ja, ich wollte ganz gerne mit euch noch einmal einen Blick auf die Verluste werfen. Und zwar im Bereich der Luftwaffe. Denn unser Gegner hat doch erhebliche Verluste erleiden müssen. Also gerade im Bereich der Bomber hat unser Gegner gerade U-88A verloren. Also insofern dürfte er hier massiv geschwächt sein. Und auch hat auch erhebliche Verluste im Bereich seiner Jagdflugzeuge schon hinnehmen müssen. Insofern bin ich mal sehr gespannt, inwieweit er noch seine Flugzeuge zur Unterstützung in den nächsten beiden Runden herbeirufen kann. Ja, und auch seine Aufklärungskapazitäten haben deutlich gelitten. Das ist ja hier die HS 126, ich meine die 123 wäre auch ein Aufklärer. Und naja, da hat er auch schon erhebliche Verluste hinnehmen müssen, was dafür spricht, dass er ein Stückchen auch blinder wird, was ja auch nur zu unserem Vorteil sein kann. Nun gut, ich mache mir als nächstes zu unseren Bodenbewegungen so meine Gedanken. Bis gleich. Ja, dann legen wir mal los. Also wir können hier unten im Süden doch ein bisschen was bewegen. Es gibt so einige Optionen, die sich aufgetan haben. Ja, aber wir werden das wahrscheinlich auch in mehrere kleine Sequenzen zerlegen müssen. Denn je nachdem, was passiert, ergibt sich daraus eben eine Nachfolge und Abfolge an weiteren Bewegungen. Und da wir hier ja lediglich über schwache und knappe Ressourcen verfügen, möchte ich an dieser Stelle auch keinen allzu großen Fehler bauen. Also wir werden als allererstes einmal auf dieses 1er-Regiment operieren, können dafür auch noch unsere Infanteriedivision heranziehen und schauen mal, was für einen Angriffswert wir zustande kriegen. Wir verzichten mal auf die Kavalleriedivision und die motorisierte Division und kommen so immerhin auf 5,9 zu 1,7. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die Luftunterstützung ist angeschaltet. Ja, dann versuchen wir mal unseren Angriff. Ja, wir haben die gegnerische Einheit geschlagen. Sehr schön. Wie kommen wir denn jetzt voran mit unseren beweglichen Einheiten? Die motorisierte Reifelbrigade kommt bis an den Ilmsee heran. Und was macht unsere Kavalleriedivision? Ach, die käme erfreulicherweise auch bis zum Ilmsee. Sehr schön. Kriegen wir hier irgendwie noch was Stärkeres an Infanterie hinein? Nee. Hier kommen wir leider nicht mehr so wirklich hinterher mit diesen Einheiten. Aber wir haben hier ja auch nochmal bewegliche. Eine Kavalleriedivision und Kavallerieregiment. Ja, das müsste man sich jetzt mal in Ruhe ansehen, welche Einheit wir wo positionieren. Auf jeden Fall werden wir, denke ich mal, in Richtung Ilmsee vorstoßen. Und erfreulicherweise habe ich hier unten ja noch eine weitere Bewegungsmöglichkeit gesehen. Also es fällt auf, dass uns Veliki Luki als leer angezeigt wird. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Aber wir können hier relativ gut mit einer Einheit voranrücken. Und das werden wir auch mal tun. Und so stehen wir hier schon direkt neben Veliki Luki. Defender wird angezeigt mit 47,1. Das können wir natürlich schlechterdings angreifen. Aber wir kämen ja auch immerhin noch ein Feld weiter nach vorne. Ja, auch das müsste man mal in Ruhe untersuchen. Können auch von hier oben ein Stück weit nachrücken. Gut. Ja, da werde ich mir jetzt in Ruhe nochmal weiter Gedanken zu machen. Bis gleich. Ja, dann machen wir mal weiter. Also, wir können natürlich Staraja Russa jetzt abschneiden, bekommen also Einheiten in diese beiden Hexfelder hinein. Das etwas ärgerlich und dumme ist, dass das beides Felder mit freiem Terrain sind. Das heißt, jede Einheit, die wir dort hineinziehen, wird nur einen sehr, sehr schwachen und schlechten Verteidigungswert erzeugen können.
Aber alleine, um weiter Druck aufzubauen, denke ich, macht so ein Vorstoß Sinn. Leider bekommen wir keine Infanteriedivision mehr in dieses Feld hinein. Das wäre nochmal sehr nett gewesen, aber dafür fehlen uns leider die Bewegungspunkte. Nun gut, wir ziehen mal mit der Motorisierten an den Ilmsee heran und bringen unsere Kavalleriedivision auch noch ein Feld nach vorne. Also erzeugen wir zumindest mal etwas wie Druck. Er muss sich auf jeden Fall um diese Situation kümmern. Darüber hinaus spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht in der Runde 15 oder 16 nochmal hier einen Gegenangriff auf Staraja Russa zu starten, also einen Frontalangriff. Da wir es ja mit dem Abschneiden wohl in den nächsten beiden Runden auch nicht so wirklich hinbekommen werden. Dafür möchte ich gerne diese sehr kampfkräftige Infanteriedivision auch schon mal in den Norden bewegen. Die könnte dabei auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Gut. Damit haben wir eine Lücke geschaffen, die wir stopfen müssen. Und wir ziehen eine Einheit aus dem Norden einfach herunter. Sehr schön. Ja, das sieht alles in allem schon recht ordentlich aus. Ja, wir hätten hier unten auch noch die Garde-Division. Das ist die dritte Garde-Division. Die hat auch einen sehr hohen Angriffswert von 4. Die würde sich für so einen Angriff hier oben auf Staraja Russa auch ganz gut machen. Könnte ja doch einen erheblichen Beitrag nochmal leisten. Andererseits haben wir ja auch die schöne Situation, dass er hier unten praktisch gar nicht mehr steht. Und ich möchte einfach versuchen, seine Front weiter in die Länge zu ziehen, sodass er gezwungen ist, weitere Truppen aus dem Norden abzuziehen. Insofern lassen wir die Einheit dann doch mal schweren Herzens hier unten im Süden stehen. Nun gut, dann rücken wir mal weiter auf und nutzen die Gunst der Stunde für unsere Zwecke. Ziehen auch noch eine Kavalleriedivision nach. Und rücken auf, um den Druck aufrecht zu erhalten. Ja, also wir haben hier vorne auch eine kleine Frontausbuchtung. Also sie bindet im Prinzip eine zusätzliche Einheit. Also er muss ja momentan 4 Einheiten hier positionieren. Wenn wir das Feld freiräumen, dann bekommt er dadurch ein Regiment frei. Nichtsdestotrotz würden wir dieses Regiment auch ganz gut unten im Süden benötigen. Das ist ja auch ein Kavallerie-Regiment, was ja eine relativ hohe Beweglichkeit hat. Insofern spiele ich mit dem Gedanken, doch auch hier die Front nochmal in die Länge zu ziehen. Jetzt haben wir für den Verteidigungswert mit dem Regiment 2,0. Ja. Also er wird hier auf jeden Fall dann sich schwer tun, hier durchzubrechen. Dann rücken wir auch mal mit der Gardedivision weiter in den Süden vor. Wir müssen die Frontlücke schließen und wie gesagt, können dieses Feld hier vorne auch freiräumen. Wir binden hiermit nur letztendlich eine zusätzliche Einheit, ein zusätzliches Regiment, das er dann zwar frei bekommt für einen Gegenangriff hier im Norden oder zum Verlängern der Linie im Süden, aber das, was wir hier an offener Tür vorgefunden haben, wird er mit diesem einzelnen Regiment ja auch nicht abdecken können. Ja, wir ziehen noch unsere Kavalleriedivision nach, sodass wir hier auch schön über Kontrollzonen arbeiten, sodass er im Prinzip hier in Richtung Norden nicht mehr vorstoßen kann. Da wird er also nicht weit kommen. Ja, ich finde, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Also es ist natürlich klar, das wird jetzt das Spiel an dieser Stelle nicht mehr drehen. Dafür müssten wir ja Felder mit Siegpunkten einnehmen. Wenn ich Lucky hätte, Siegpunkte könnten wir zurückerobern, aber dafür wird uns einfach dann auch die Angriffskraft fehlen. Und auch die Rückeroberung von Staraja Russa ist im Wesentlichen geprägt durch eine große Portion Hoffnung und weniger durch die militärische Situation hier auf dem Spielfeld. Gut, ich mache mir als nächstes einmal Gedanken zu Leningrad. Bis gleich. Ja, wir machen jetzt doch nochmal hier im Norden weiter. Ganz einfach, weil ich Einheiten aus dem Hafen herausziehen möchte, sodass wir nochmal erneut Einheiten aus dem Kessel heraus ausschiffen können. Ja, und schauen mal, wie wir hier unsere Verteidigung weiter aufbauen. Wir bringen mal die 37. Infanteriedivision an die Front heran und ja, sehen hier, stoßen schon auf eine Kavalleriedivision,
die hier zum weiteren Vorstoß in Richtung Süden angesetzt hat. Gut, wie bauen wir unsere Verteidigung weiter auf? Also es steht natürlich relativ schwach alles hier, was wir im Moment zur Verfügung haben. So ganz viele Optionen haben wir nicht. Bringen mal die 163. nochmal nach vorne. Kriegen hier auch wirklich keinen tollen Verteidigungswert hin. Die Brigade können wir, glaube ich, problemlos zur Seite ziehen. Das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Sollten das Hinterland noch mal weiter absichern. Ja, zieht man an die Stadt heran und bildet hier so einen Knubbel oder zieht man eher die Linie wieder lang? Also er wird diese beiden Einheiten sowieso werfen. Wäre ja schön, wenn wir dann aus dem Hinterland heraus vielleicht nochmal sowas wie Kontrollzonen ausstrahlen könnten. Ich glaube, die Gebirgsbrigade ist hier besser aufgehoben. Ja, das sieht ordentlich aus. Dann haben wir noch die 13. Infanteriedivision, die wir bewegen können, beziehungsweise nein. Ich habe jetzt beinahe einen Fehler gemacht. Ich schaue nochmal an, was ist die stärkste. Also die 6. Marinebrigade ist relativ schwach und die 13. ist die nächstschwächste. Ja, also bringen wir zunächst einmal die 6. Marine Infanteriebrigade auch zur Verteidigung hier oben in den Norden. Ja, so baut sich allmählich doch sowas wie eine Position hier auf. Ja, doch, wir ziehen hier rüber. So. Es baut sich sowas wie eine Position hier oben auf. Und wir bekommen nochmal die 13. Infanteriedivision hier in den Süden geworfen. Mal sehen, was wir für Verteidigungswert haben. 6, ja, da müssen wir nochmal ein bisschen unterstützen. Aber da finden wir auch schon noch passende Einheiten dafür. Gut, das ermöglicht uns nämlich jetzt nochmal weitere Einheiten aus dem Kessel heraus per Seetransport zu verlegen in den Hafen hier hinein. So. Und auch diese Infanteriedivision, immer langsam klicken, verlegen wir. Laden sie aus und haben somit zumindest mal wieder einen Wert von 13 bekommen. Das ist jetzt nicht mega toll und er wird hier dann auch wahrscheinlich durchbrechen können. Aber wir haben wenigstens nochmal Einheiten evakuiert, die wir uns doch gerade hier im östlichen Bereich wesentlich wertvoller für uns sind als hier im Kessel. Gut, dann bewegen wir mal den Kessel weiter. Vielleicht schaffen wir es ja doch nochmal, irgendwelche Einheiten herauszuverlegen. Insofern sollten wir auch das Hafenfeld nochmal erneut besetzen. Ja, wir stehen hier in Leningrad selbst, stehen wir immer noch zu stark. Wir haben einen Verteidigungswert von 624. Da können wir also auch ganz in Ruhe noch eine weitere Einheit herausziehen, um eben auch dieses Landfeld, dieses Stadtfeld nochmal weiter im Hinterland zu besetzen. Schauen wir mal, was wir so haben an Verteidigungswerten. 221, nee, die sollten wir vielleicht drin lassen. 98, 243, 61 mit der Panzerdivision. Ich finde eigentlich die 235. mit den 98, das war ein hoher Beitrag, aber ich finde es eigentlich ganz schön, wenn wir die nochmal herausholen. Und können wir die bewegen? Ja, dafür müssen wir sie anklicken. Wir müssen sie nochmal ein Feld weiter hier in Richtung Norden bewegen. Somit haben wir auch mal einen Verteidigungswert von 15. Das ist dann nochmal für das Hinterland etwas besser. Ja, und ich möchte ihn eigentlich nach wie vor zwingen, weiter Einheiten hier auch in Richtung Westen zu ziehen. Das wird nur funktionieren, indem wir jetzt Oranienbaum auch relativ stark schwächen. Also, wie hat sich Herzog Sieg aufgestellt? Eins ist klar, er deckt hier die Frontlinie nur mit Regimentern und ist mit seinen mobilen Kräften hier in Richtung Nordosten vorgestoßen. Aber er wird definitiv noch einiges an Infanteriedivisionen in der Hinterhand haben. Und ich vermute mal, dass hier vielleicht noch so 6,
bis neun Divisionen in diesem Bereich einfach stehen, dass er sich jetzt bereits seit vielen, vielen Runden verstärkt und dafür sorgt, dass sie an Kampfkraft gewinnen. Wenn wir jetzt Oranienbaum weiter schwächen, kann er sie natürlich auch zum Angriff auf die Stadt ziehen. Und die bringt für ihn natürlich, meine ich, auch nochmal Siegpunkte. Nee, sie bringen für uns nochmal 100 Siegpunkte. Wenn er die dann in der nächsten Runde erobert, die Stadt, dann kippt das Ganze mehr von einem Axis Minor Victory in Richtung Axis Major Victory. Aber im Prinzip macht das jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Also wir werden das Spiel nicht mehr drehen können und können hier hinten aber nochmal ein bisschen Ärger und Stress erzeugen. Tja, ziehen wir die Stadt frei oder nicht? Das ist die große Frage. Also sie wird ja nicht ganz freigezogen. Sie geht auf jeden Fall nur von ihrem Kampfwert weiter runter. Nun gut, ich mache mir dazu nochmal in Ruhe Gedanken. Bis gleich. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu Oranienbaum. Also wir versuchen es mal mit einem Kompromiss und werden einfach mal die Luftlander hier wieder herauslösen. Einfach um zu sehen, wie weit wir denn überhaupt mit ihnen kommen. Wir haben 7 Bewegungspunkte. Ups, jetzt habe ich den gesamten Stack ausgewählt. Ja. Also das heißt mit anderen Worten, wir können exakt ein Feld einnehmen, nämlich das benachbarte. Ja, das heißt, wir wären auch mit den Infanteriedivisionen nicht in diese südlich stehenden Felder gekommen. Das wäre ja schön gewesen. Na gut, dann ziehen wir uns einfach mal mit der Einheit zur Seite. Ich denke, ein Verteidigungswert von 56 ist immer noch ganz ordentlich. Und dann können wir mal schauen, ob wir in der nächsten Runde vielleicht doch nochmal hier ein Feld weiter in Richtung Süden besetzen können. Ja, dann werden wir noch mal ein bisschen weiter aufrücken. Für unseren Angriff auf Staraja Russa haben wir hier auch noch mal eine recht kampfkräftige Division mit einem Angriffswert von 4. Die bewegen wir mal in Position. Was uns natürlich dann dazu bringt, dass wir noch mal ein Stückchen hier aufrücken müssen. Wir haben nebenbei auch noch mal das Waldfeld zurückerobert. Verteidigungswert von 2 ist nicht so gut, aber ein Angriffswert von 1 ist ja nun auch kein Problem im Moment. Ja, ich denke, es entwickelt sich. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir als nächstes hier unsere Verteidigung aufbauen. Wir sollten, ja, ich meine, die nächsten Ziele sind natürlich einmal diese Stadt hier im Norden. Dort gibt es Siegpunkte für Herzog Sieg und es gibt auch hier bei Tikwin nochmal Siegpunkte für Herzog Sieg. Also insofern müssen wir schauen, dass wir hier den Vorstoß in Richtung Tikwin irgendwie unterbinden. Aber ich möchte auch zumindest mal sowas wie optisch hier unten stärker auflaufen, sodass er sich vielleicht dann doch auch genötigt sieht, nochmal weitere Einheiten hier in diesem südlichen Bereich nördlich des Ilmensees aufzubauen. Da müssen wir mal schauen, was die Bewegungspunkte uns so erlauben. Das sehe ich mir in Ruhe an. Bis gleich. So, dann kommen wir jetzt zu unseren finalen Bewegungen. Wenn wir uns die Hauptgefährdungsachse für Tikwin einmal ansehen, dann läuft das ja sicherlich über diese Ortschaft, aber auch über die Straße, die dann in Richtung Osten führt. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir diese Gefährdungsachse möglichst gut abdecken. Naja, und zurzeit behalten wir oder besetzen wir auch noch dieses Feld hier. Es ist ein Feld mit leichten Wäldern. Das bringt keinen allzu großen Verteidigungsbonus. Und ja, da sind wir dann auch zu einfach zu werfen und zu schlagen. Das werden wir wohl in dieser Runde auch freiziehen, um die Truppen nochmal ein bisschen anderweitig einzusetzen. Nun gut, das heißt, wir müssen also diese Felder irgendwie stärken, diese beiden Felder, um die Bedrohungsachse ein wenig besser zu neutralisieren. Können wir die 257. Mal nach vorne werfen. Und auch diese Einheit ist sehr kampfkräftig. Beziehungsweise, wie weit kommen wir denn mit der 86.? Na, da kommen wir leider nicht weit genug. Wir ziehen uns mal hier hinten ran, mal sehen, was wir für einen Verteidigungswert hier hinten haben. 5. Hätten wir sowas wie eine zweite Reihe schon mal aufgebaut, was ihm einen Vormarsch erschweren würde. Wenn wir uns hier auch nochmal kräftig hineinstellen, kommen wir immerhin auf 21. 13, 12, 15, 21. Ja, ich denke, das sieht so schlecht jetzt nicht aus. Rücken mit der Kadetteninfanterie auf. Die wird jetzt nicht so viel bringen, aber strahlt zumindest mal eine Kontrollzone aus. Können hier dann auch noch mit Fortified Regions arbeiten und das Ganze so ein bisschen unterpolstern. Gut,
Dann hatten wir ja das große Ziel, dass wir unsere Linie hier nochmal länger machen wollen. Wir füllen zunächst einmal in Richtung Süden auf, besetzen natürlich dieses Feld wieder und haben noch das Oseel-Reifel-Regiment. Schauen wir mal, wo wir das final platzieren. Gut, dieses Feld wollten wir aufgeben. Wir haben hier eine relativ kampfkräftige Infanteriedivision drin. Das ist die 259. Die könnte sich hier positionieren. Hätten wir wieder einen Verteidigungswert von 12, was ja auch ganz ordentlich wäre. Eine weitere Infanteriedivision, die jetzt nicht so kampfkräftig ist. Ja, bilden wir doch mal vielleicht die zweite Reihe komplett weiter aus. Ich hoffe mal wirklich, dass hier ein Durchstoß in Richtung Tiquin deutlich erschwert wird durch diese Aufstellung mit zwei Reihen. Hier oben sind wir natürlich ein bisschen schwach. Hier wird er relativ sicher wohl durchbrechen können. Da kommen wir leider auch nicht mehr so wirklich hin mit irgendeiner Einheit. Aber ich glaube, dieses Abdecken der Bedrohungsachse ist an dieser Stelle nochmal wichtiger gewesen. Oder polstert man vielleicht sogar ein bisschen weiter in Richtung Norden aus? Ne, das sieht auch nicht schlecht aus, wenn wir ein bisschen weiter in Richtung Norden uns positionieren. Ja, das passt sogar noch ein Stückchen besser. Gut, dann versuchen wir mal die Linie zu verlängern. Wir nehmen die etwas kampfschwächere Einheit, die 189. Und werden uns mal in einem Reigen jetzt weiter bewegen. Und haben damit die Linie nochmal sehr schön hier in Richtung Süden verlängert. Bringen auch mal unseren Panzer heran. Ja, jetzt haben wir noch unser Oseel-Rifle-Regiment. Hier oben oder hier unten? Es geht ja auch so ein bisschen darum, Schaulaufen zu betreiben. Die Einheit ist sowieso, wird einen ganz geringen Verteidigungswert erzeugen. Aber allein die Tatsache, dass wir hier unten auch nochmal zusätzlich auftauchen, hoffe ich mal, sorgt so ein bisschen für Unsicherheit bei unserem Gegner. Ja, dann sind wir soweit durch. Das sind alles Einheiten, die sind routed. Die müssen wir sowieso noch eine Runde stehen lassen, bis sie wieder einsatzfähig sind. Ich denke, dann sind wir mit unseren Bewegungen soweit durch. Ich mache mir als nächstes jetzt nochmal Gedanken zur Reorganisation. Wir werden auch noch die ein oder andere Unterstützungseinheit hin und her schubsen. Aber dann sollte es passen. Bis gleich. So, alle Einheiten sind reorganisiert und neu unterstellt und ja, es entwickelt sich erstmal in dieser Runde ganz positiv. Ich bin doch sehr froh, dass der Gegner so wenig Angriffe gestartet hat, dass wir teilweise auch jetzt Lücken ausnutzen können, die sich ergeben. Also insofern entwickelt sich das erstmal ganz, ganz angenehm soweit. Es ist wirklich schade, dass das Szenario jetzt in zwei Runden zu Ende ist. Unser Gegner hat sich ja doch sehr intensiv auf die Felder mit den Siegpunkten konzentriert, um das Szenario dann ja auch für sich siegreich zu gestalten, keine Frage. Aber mich würde es echt interessieren, wie das Ganze vielleicht mal so in 10 Runden aussieht. Aber nun gut, es ist das Szenario, was wir hier spielen und das ist nun mal so. Dann sind wir an dieser Stelle soweit durch und wir können auch die Bodenkampfphase abschließen. Ja, die gegnerische Versorgung wird durchgerechnet. Ja, also wie gesagt, ich spiele ja zum allerersten Mal die Sowjets in diesem Spiel. Ich habe eine ganze Menge bisher gelernt. Und ja, ich denke mal, da gibt es auch vielleicht für eine abschließende Folge doch nochmal so einige Gedanken, die man gemeinsam mal teilen könnte, was eigentlich ganz gut gelaufen ist und was schlecht gelaufen ist. Aber bis dahin sind es ja noch 2 Runden. Gut, das Spiel ist hochgeladen. Dann erst einmal vielen Dank fürs Zuschauen, euer Papa Bär.